Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing, Experte für Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und heute ist das Thema, wir schauen uns mal fünf Faktoren an, also fünf Dinge, die ich, wenn ich mich jetzt also in die Fußstapfen eines IT-Systemhauses setzen würde, stellen würde, fünf Faktoren, die ich unbedingt beachten würde, wenn es darum geht, mir langfristig eine Kundenbasis aufzubauen, Neukunden gleichzeitig zu gewinnen, als auch meine Bestandskunden weiter auszubauen und mir somit ein solides Fundament umsatztechnisch mittel- und langfristig zu gewährleisten, ob Krise oder Nicht-Krise, völlig unabhängig davon. Wenn dich das interessiert, dieses Thema, dann bleib dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. Let's go! Ja, super. Dann schauen wir uns doch mal hier die fünf Faktoren an, die ich als IT-Systemhaus beachten würde. Faktor Numero Uno, also Nummer 1, ist der Fakt, dass ohne Neukunden meine Kundenbasis automatisch schrumpft. Denn die Zahlen sprechen für sich. Ja? Bestandskunden, insbesondere je nachdem natürlich, wie stark ich auch Bestandskundenpflege führe, ausführe. Bei Systemhäusern ist es halt häufig so, dass man über Wartungsverträge natürlich seine Bestandskunden sehr stark bindet. Ja? Das ist natürlich auch langfristig das Ziel eines IT-Systemhauses. Nichtsdestotrotz, ja, ist auf lange Sicht schrumpft eine Kundenbasis automatisch, wenn ich nicht mich um diese kümmere, beziehungsweise um neue Kunden immer wieder kümmere. Zudem kommt dann auch noch, wenn natürlich meine direkten Mitbewerber sehr starke Neukundenakquise betreiben, mir eventuell auch hin und wieder mal einen Kunden wegschnappen, beziehungsweise ja, einfach immer stärker im Markt werden. Und wenn ich jetzt als IT-Systemhaus keine Neukundenakquise betreibe, habe ich dort mittel- bis langfristig, das spüre ich wahrscheinlich nicht sofort, ja, wenn meine Mitbewerber sehr stark Neukundenakquise betreiben, aber mittellangfristig spüre ich das dann sehr, sehr wohl. Und meistens ist es dann so, dass wenn ich es dann wirklich spüre, dass irgendwie meine Kunden sozusagen plötzlich mit meinen Mitbewerbern zu tun haben, aus irgendwelchen Gründen, dass es dann meistens schon fast zu spät ist. Ja? Also man muss also vorbeugen. Also Neukundenakquise ist quasi eine Vorbeugemaßnahme. Das ist so, wie wenn ich Vitamin C regelmäßig esse oder zu mir nehme, um einfach erst gar nicht krank zu werden und nicht erst anfange, Vitamin C zu mir zu nehmen, wenn ich bereits sozusagen mit 40 Grad im Bett liege. Ja? Nächster Faktor, ja. Wenige große Bestandskunden tragen immer ein Klumpenrisiko mit sich. Also, ich würde auf jeden Fall beachten, ich weiß, dass es von vielen, vielen kleineren und jüngeren Systemhäusern eben so ist, dass diese eben über, ja, sozusagen mit einem großen Kunden meistens entstanden sind, ja, weil es ist natürlich so, dass also meistens ist sozusagen der Inhaber ein ehemaliger Mitarbeiter ge gewesen, also bestes Beispiel halt quasi ein großer Automobilzulieferer oder sowas, ja, hat dort letztendlich als vielleicht freiberuflich gearbeitet oder als Angestellter und hat dann diesen als Kunden mitgenommen, was natürlich auch sinnvoll ist, weil ein Business zu starten als IT-Systemhaus oder IT-Spezialist ist natürlich sehr schwierig mit kleinen Kunden zu starten. Ja? Das heißt, man startet mit einem großen Kunden, der bildet die Umsatzbasis und darauf kann man dann aufbauen. Ich kenne aber aus der Historie viele, die das eben sehr stark vernachlässigt haben. Die haben eben diesen einen großen Kunden sozusagen als Initialzündung gehabt und haben sich dann nicht wirklich um den weiteren Ausbau des Kundenbestandes gekümmert und haben dann irgendwann mal festgestellt, nach 5 oder 10 Jahren, wir sind ja relativ abhängig. Ne? Wir haben ein relativ hohes Klumpenrisiko von diesem einen großen Konzern oder DAX-Unternehmen. Und das könnte eventuell mal risky werden, denn selbst die Konzerne, wo man es nie geglaubt hätte, haben irgendwann mal sozusagen vielleicht Schwierigkeiten und dann ist man eben komplett abhängig. Das Dritte, in Zeiten des Booms
werden Neukundengewinnung und Markenaufbau vernachlässigt. Also wenn es läuft, dann läuft es und dann vernachlässigt man einfach Marketing und Sales-Maßnahmen. Man lebt einfach quasi, die Kunden spazieren automatisch zur Tür herein, ja. Man lebt von Empfehlungen und das läuft einfach. Das ist so bequem. Ja, Stichwort Bequemlichkeit. Ne? Es läuft einfach von alleine. Warum soll ich mich aus dem Fenster lehnen? Warum soll ich mir? Es ist extremst anstrengend. Also Neukundenakquise, Neukundengewinnung, Markenaufbau, Branding, all diese Themen sind sehr aufwendig mit Energie, mit Zeit, mit Geld. Ja, man muss jemanden beauftragen, muss es in-house oder man muss es outsourcen, egal wie man es auch dreht und wendet, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Und man sieht manchmal auch nicht sofort einen imminenten Return on Invest, besonders auch bei Branding-Geschichten. Wenn es aber doch eh so gut läuft in Boomzeiten, das hat man eben auch gesehen in den letzten Jahren, dann sieht man dann nicht unbedingt die Notwendigkeit, man hat diesen Schmerz nicht. Ja? Man hat diesen Schmerz nicht, diesen Antrieb, hier einfach massiv Neukundengewinnung zu betreiben. Und dann, wenn es eben mal so wie jetzt gerade in der Krise oder so, ja, vielleicht nicht so läuft oder aus irgendwelchen Gründen, dann spürt man diesen Schmerz erst. Und dann ist es auch wiederum gleiches Prinzip, vielleicht schon wieder ein bisschen zu spät eigentlich. Dann sollte man doch vorbeugend hier Maßnahmen treffen. Ja, vierter Punkt, vierter Faktor, den ich beachten würde als dieses Teamhaus. Jetzt hier in Augsburg, in München, in Regensburg, eigentlich egal wo, werden Umsatzlücken können kurz- bis mittelfristig nicht ohne eine dauerhafte Strategie und Maßnahmen für Neukundenakquise überbrückt werden. Das heißt, es wird unweigerlich immer wieder zu Umsatzlücken kommen. Ich habe vorhin schon angesprochen, Überwartungsverträge, besonders IT-Systemhäuser sind ein sehr starker Spezialfall, ja, weil das Hardware-Geschäft, die Marge wird immer geringer. Alles geht in die Cloud, das ist sowieso sehr stark im Wandel und dann verdient man eben über On-Demand-Modelle, ja, die man sozusagen auch selbst entwickelt. Innovativ muss man dann vielleicht manchmal auch ein bisschen sein, Überwartungsverträge etc. Nichtsdestotrotz können hier eben auch Umsatzlücken entstehen, wenn es zum Beispiel dem einen oder anderen Kunden plötzlich nicht mehr so gut geht, ja. Es geht, oder wenn der ein oder andere Kunde einfach über sehr raffiniertes und proaktives Neukundengeschäft eines Mitbewerbers eben Stück für Stück überzeugt wird, ja, vielleicht dann so mit anderen, eben mit Mitbewerbern zusammenzuarbeiten. Ja, das kann durchaus sein, wenn man das eben da sozusagen das Spiel nicht mitspielt und hier gleichermaßen immer proaktiv auch am Ball bleibt. Ja? Und der fünfte, zu guter Letzt und letzte Punkt ist, in Zeiten einer Rezession kann dir eine fehlende Pipeline wirtschaftlich das Genick brechen. Ne? Also das heißt, wir stehen jetzt vielleicht, also Experten, Analysten, also niemand weiß wirklich war irgendwas, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aktuell ist ja so eine, wir schreiben gerade den Mai 2020, also wir haben ja gerade diese Corona-Krise und diesen ganzen Kladderadatsch und niemand weiß so richtig was, auch die ganzen Experten nicht. Und ist jetzt Maskepflicht oder nicht? Ist es sinnvoll oder nicht? Ne? Ja, die wenigsten waren schon mal in einer ähnlichen Situation, von daher auch sehr verständlich irgendwo, aber trotzdem, wenn wir jetzt sagen mal, wo sich doch die Experten relativ einig sind, alle ist, dass man so 2, 3 Jahre Rezession sehen. Ja, in einigen Branchen, Automotive-Industrie, da haben wir es ja eh schon ein bisschen gespürt, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind. Vieles ist im Umbruch und das ist alles auch super, das ist auch alles ganz normal. Ja? Und da muss man eben auch proaktiv am Ball bleiben und schauen, okay, wie verändert sich denn gerade der Markt? Denn jede Neukundengewinnungskampagne oder Aktivität ist auch gleichzeitig, und das vergessen viele, eine Marktsondage. Ja, also man ist natürlich nirgendwo näher dran am Markt als wie in der Neukundengewinnung. Ja, man hat direkten Kontakt zu Entscheidern in der Zielgruppe und selbst wenn man nicht sofort einen Neukunden gewinnt, erhält man doch vielleicht wertvolles Feedback aus dem Markt direkt. Und selbst das kann letztendlich eine sehr wertvolle Pipeline
Wissenspipeline sein, aus der letztendlich auch wiederum Neukundengeschäft entsteht. Ja? Und man hat da eigentlich gar nicht so richtig die Wahl und viele sehen das, unterschätzen das, ja? Unterschätzen einfach, welche positiven ja, Sekundäreffekte, kann man so nennen, ja, die Neukundengewinnung, die proaktive Neukundenakquise und Gewinnung eben haben könnte oder haben wird. Ja, also, wenn du jetzt mehr Informationen zu diesem Thema möchtest, ja, und du dir gedacht hast, okay, da möchte ich mal so ein Viertelstündchen mir Zeit nehmen, mich genauer, also detaillierter noch ein bisschen unterhalten mit uns, ja, mit mir oder einem Kollegen von mir, dann klick doch hier einfach unten den Link und trag dich einfach ein für ein kostenloses Beratungsgespräch oder ruf uns einfach direkt an. Ja, geht natürlich auch. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit finden und vielleicht doch irgendwie uns da verständigen auf einen gemeinsamen Nenner. Also, dann bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut. Dein Thomas Klein.